Hallo Freunde, willkommen zurück zu Jurassic World. Wir sind auf Insel 3 zurück, wie ihr sehen könnt. Alles noch ein bisschen im Aufbau und sieht fast jungfräulich aus. Ich lade gerade die Insel. Ich muss mich erst kurz orientieren. Was war unser Ziel? Wir haben hier noch keine Missionen abgeschlossen. Das passt also. Richtig, wir wollten zuerst die Wissenschaftsabteilung glücklich machen. Weil es am schnellsten gehen sollte, da brauchen wir relativ wenig. Sicherheitsabteilung wird fies. Gefangenschaftsstudien, da bin ich mal gespannt. Das wird wieder so eine Mission über mehrere Stufen. Okay, sorgen wir also dafür, dass die Wissenschaftsabteilung sich vorerst mal wohlfühlt bei uns. Es gibt einen neuen Job und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Warum sollte sich die Wissenschaftsabteilung für einen Klamottenladen interessieren? Aber bitte, ich wollte den Teil hier sowieso ein bisschen ausbauen, dementsprechend. Machen wir das. Fastfood, Spielwaren, Kleiderladen. Gebaut, mit Strom versorgt, an den Weg angeschlossen. Und das war mal eine sehr leichte Mission. So, wir brauchen eine Dinosaurierbewertung von mindestens einem Stern. Das sollten wir für 3 Minuten halten. Dazu brauchen wir ein paar neue Dinos, würde ich sagen. Wir haben derzeit noch eine sehr hohe Vielfaltstrafe. Wenn wir die loswerden, haben wir die Dinosaurierbewertung, die wir wollen. Und für die Vielfaltstrafe, ja, brauchen wir einfach mehr Dinos und unterschiedliche Dinos. Wie sieht es denn derzeit aus? Wir haben ein Dilo. Richtig, wir haben 2 Toros und 2 Ankis. Das ist an sich nicht schlecht. 80.000 Gewinnspanne. Könnte schlimmer sein. Ja, genau das brauchen wir. Gut gemacht. Gut, richten wir den Klamottenladen auch noch ein. Dino-Hüte. Warum nicht? Verkaufen wir die aber für 9. Da können wir noch ein bisschen Personal einstellen. 3 Personal ist jetzt noch Overkill, aber nachher denke ich nicht mehr dran. Das heißt, wenn wir irgendwann mal mehr Parkgäste haben, freuen wir uns, wenn wir das haben. Beziehungsweise, wir würden uns freuen, wenn wir noch dran denken würden. Okay, das heißt, wir brauchen mehr Dinos. Für mehr Dinos brauchen wir mehr Geld. Und ich glaube, wir waren im Überlegen, welche Dinos wir noch hier unten reinpacken. Wir haben hier sehr viel Grasland, relativ wenig Wald. Deshalb die Brachiosaurus sind ein bisschen Overkill im Moment, würde ich sagen. So, verkaufen wir mal den ganzen Schmonz. Fast 3 Millionen auf der Kante, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann würde ich vorschlagen, wir nehmen Diplodocus. Die haben eine relativ hohe Bewertung. Sind nicht modifiziert, sind also 100% lebensfähig. Brüten wir mal 2 davon. Und ich glaube, wir wollten hier oben noch einen Dino reinmachen. Die Dilophosaurus, wollten wir hier nicht den Deinonychus reinmachen? Deshalb waren wir, glaube ich, auf Insel 2 und haben den Deinonychus so schnell auf 100% gebracht. Alles unmodifiziert. Auf geht's. Und dann brauchen wir einmal, zweimal hohes Futter für die Diplo. Machen wir mal dahin. Und wir brauchen Lebendfutter und normales Futter für ihn hier. Ja, das sollte gehen. Hier will ich hin.
Soweit, so gut. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie viel Wald der Gutste braucht. Das ist ein relativ kleiner Dino. Ich rechne eigentlich schon mit ein bisschen Wald. Verstecken wir hier die Einfahrt ein bisschen. Dann sieht es doch schon fast nach einem guten Gehege aus. Hier unten könnten wir noch ein bisschen Wald hinmachen, wenn wir wollten. Aber da sehen wir dann, wie weit wir kommen mit dem Deinonychus. So, das hier unten sollte noch ein Gehege werden für den T-Rex, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt haben wir nur noch 400.000. Und ich bin ein bisschen neugierig. Was brauchen wir für Beton? Ich wusste das mal, aber... 4 Forschungszentren. Das sieht eigentlich relativ harmlos aus. Das hätten wir sofort, wenn ich Isla Nublar benutzen dürfte. Aber, wie gesagt, das macht das Spiel natürlich deutlich leichter. Deshalb erst am Ende des Let's Plays. Und da brauchen wir eine relativ hohe Bewertung auf Isla Pena. Sicherheitsabteilung 50%. Was schon die nächste Insel ist. Das heißt, wir schalten auf der nächsten Insel das vierte Gebäude frei. Dann können wir Beton machen. Und wenn wir dann die Sicherheitsabteilung auf 50% schaffen, haben wir auch schon direkt den Elektrobeton. Was an sich sehr falsch klingt, Elektrobeton. So, wir brauchen nur 3 Sterne. Das ist ja kaum der Rede wert. Wir haben es ja schon fast geschafft. Verdammt, das war der erste, den wollte ich mir eigentlich angucken. Der klingt fies. Okay, machen wir ein bisschen Platz. Eine Kreatur, deren Name schreckliche Klaue bedeutet, sollte man mit dem nötigen Respekt begegnen. So wie dieser, dem Deinonychus. Okay. So, den betäuben wir. Fliegen ihn hier rüber. Und dann können wir uns um die Diplos kümmern. Die will ich eigentlich nicht freilassen, solange er noch da ist. Ich glaube nicht, dass er sie angreift. Aber wenn sie sich genervt fühlen, dann machen sie ihn vielleicht kaputt. Wer weiß. Na, er braucht auf jeden Fall ein bisschen Wald. Ich denke, im neuen Gehege sollte er sich wohlfühlen. Oh oh. Der braucht Freunde. Da verschwindet unser hart verdientes Geld. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Okay, dann lassen wir die ersten Diplos frei. Der eine, den wir bisher hatten, den haben wir geschenkt gekriegt. Also schauen wir uns einfach mal an, wie die hier rauskommen. Schon fast schüchtern. Auf jeden Fall vorsichtig. Diplodocus klingt lustig, oder? Diplodocus. Also der Name. Diplodocus. Macht Spaß, das zu sagen. Du bist ein Dödel. Kommt auf den Mist
So, machen wir die beiden erstmal ein bisschen friedlich. Transport fertig. Eins nach dem anderen. So, mit Wald und Wiese müsste er hier eigentlich zurechtkommen. Er braucht auf jeden Fall Freunde. Das ist ein bisschen arg ärgerlich. Das heißt, wir haben hier sowas wie... sowas wie fiese Raptoren, wenn man so will. Beruhig dich, du kriegst gleich noch Leute zum Spielen. Ich habe mir das angesehen. Das sollten sie auch tun. Ja. Oh. Gewinn. Ah, wird sich noch geben. So, brüten wir noch einen dritten aus, nur für den Fall. Nein, tun wir nicht, weil er im Moment noch zu teuer ist. Wie viel brauchen wir? Haben wir. Goodie. So, kriegen wir den vielleicht? Danke. Sammle Produkt ein. Hole Produkt ab. Dann sind die auch gleich im richtigen Gehege. Das läuft. Dann haben die Gäste auch was davon. Die Dinosaurierbewertung ist hoch genug inzwischen. Die Mission haben wir gleich geschafft, wie ihr seht. Wir können vielleicht schon gleich die nächste Dingen hier beantragen. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir sie uns verdienen. Das ist eine Mission, die ich nicht sonderlich gerne mache. Wir haben gerade einmal begonnen, die genetischen Möglichkeiten unseres Planeten auszuschöpfen. Heute erwecken wir prähistorische Tiere wieder zum Leben. Was kommt als nächstes? Mal gucken. Eins nach dem anderen. Ich sage Ihnen etwas, das ich selbst etliche Male gehört habe. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben. Nur, dass Sie es gemacht haben. Danke. Gerne. Aufgabe erhalten. Gute Verdauung 4.0. Sehr schön. Gewinn steigt ein bisschen. Okay. Naja, wird schon werden. 54%. Aber wir müssen den jetzt erstmal hier rüber kriegen, damit der hier nicht ausflippt demnächst. Der fühlt sich nämlich gar nicht mehr sonderlich wohl. Und das sinkt und sinkt. Auf dich zu wehren. Also. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Läuft. Fürsorgestrafe 319. Warum zum Teufel? Kann es sein, dass das jedes Mal eine Fürsorgestrafe gibt, wenn wir Dinos betäuben müssen? Das Küstengebiet, daraus werde ich auch noch nicht schlau. Wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis wir soweit sind. Im Ernst, also die Insel wird nicht sonderlich leicht. Und Zustellung abgeschlossen. Jetzt wäre ich erstmal froh, wenn wir langsam aber sicher den zweiten Stern komplett kriegen. Jetzt schon über den fünften nachzudenken, ist vielleicht ein bisschen früh. Er hat alles außer Artgenossen. Aber das lässt sich ja ändern. Beständige Aufgabe. Wird halt immer gereizter. Ich bin gespannt, wann er ausbricht. Vielleicht bei 50%? Mal sehen, vielleicht kriegen wir das verhindert. Ignoriert euch nicht.
Zaun gilt noch nicht als beschädigt. Der kleine Dino macht dem schweren Zaun wohl nicht so viel Schaden. Trotzdem würde ich als Gast hier vielleicht nicht so daneben stehen. Die sollten sich vielleicht mal miteinander unterhalten. Wäre doch eine tolle Sache. Dass sie sich kennenlernen. Produktabholung erhalten. Okay, der Zaun scheint auf jeden Fall eine Weile zu halten. Die Tatsache, dass der Zaun unter Strom steht, scheint ihn nicht besonders zu kümmern. Die Leute finden das wohl aufregend. Oh, da kommt ein neuer Kumpel. Solltest du dich vielleicht mal mit dem anderen verständigen? Wo ist der andere? Hier drüben am Zaun. Los jetzt, kennenlernen. Sonst werde ich zickig. Gibt ja keinen Grund, hier Amok zu laufen. Ihr seid ein Rudel von drei. Muss wohl reichen. Scheint fast nicht so. Das kommt schon. Scheint sich zu erholen. Okay. Hörst du jetzt auf? Das ist ja langsam echt nervig. Reagiere auf Reparaturanfrage. Aber erholt sich. Okay. Das passt. Ach du Schande. Das war sogar einigermaßen eng. So, Team 2, ihr könntet vielleicht ein paar Futterstationen auffüllen. Unterwegs, um Futterstationen zu füllen. Lege weitere Aufgabe fest. 5. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Okay, dein Lehrbuch ist interessant. So, ihr fühlt euch einigermaßen wohl. Wenn das jetzt dein neues Hobby ist, dass du hier Zäune kaputt machst, dann... Okay, passt auf. Wenn hier ein Dino ist, der den Zaun angreift, dann rennt nicht hin. Rennt weg. Na, oh, gleich werde ich von dem Dino angefallen. Das muss ich unbedingt auf Facebook posten oder sonst wo. Irgendwo auf dem Weg ist die Intelligenz den Bach runtergegangen. Guti. Wir haben schon wieder 1,3 Millionen. Das heißt, wir könnten uns vielleicht auf die Socken machen, von hier aus ein paar Genomgeschichten zu vervollständigen. Wo stehen wir denn? Sinoceratops. Der wird uns schon angerechnet. Also gucken wir mal nach Gallimimus und Sinoceratops. Das wären so die nächsten Stationen. Sino kriegen wir von hier. Haben wir den Galli irgendwo einzeln? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube es so gar nicht.
Okay, dann müssen wir wohl oder übel hierher. Gut, mit dem nächsten Geld. Wir könnten entweder nach dem T-Rex-Gehege gucken oder die ganze Wegegeschichte mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Und ich habe so das Gefühl, Wege wäre eine tolle Sache, besonders wenn wir uns dann um den Bereich hier unten ein bisschen kümmern und die Einschienenbahn langsam verlegen. Sonst werden die Leute irgendwann ein bisschen ungehalten, was das angeht. Ich glaube, hier wollte ich zwei Hotels hinmachen. Die sind halt höllenteuer. Lass mich raten. Reinrassige Dinos, ich sag's euch. So, Team 1 hat gerade Freizeit. Team 1 hatte Freizeit. So. Das Umspannwerk, das möchte ich eigentlich woanders hinbauen. Bauen wir das mal hier hin. Hintergrund dafür, der T-Rex kriegt auf jeden Fall einen Elektrozaun. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Bingo, das ist eine sehr gute Mission für uns. Ja, der soll... Ein Omen, falls Sie an so etwas glauben. Was ich natürlich nicht tue. Außer wenn ich es tue. Oder dann vielleicht auch nicht. Ja, der T-Rex kriegt einen Elektrozaun. Dann wollen wir hier Besuchergalerien hinstellen. Das Teil braucht Strom und der Weg soll ein bisschen Abstand von hier kriegen. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So, gucken wir mal nach den Fossilien. Da sollten wir ein bisschen was haben. Zum Beispiel Sinoceratops. Das ist richtig gutes Zeug. Das können wir direkt verkaufen. Galli. Noch ein bisschen mehr Galli. Das freut mich enorm. Rhodium können wir verkaufen und noch ein bisschen Sinoceratops. Damit kommen wir wahrscheinlich noch nicht ganz auf 50%, aber so weit sollten wir davon auch nicht mehr weg sein. Sinoceratops. Gallimimus. Wenn wir es ein bisschen ruhig angehen lassen, sollten wir eigentlich ganz gut durchkommen mit dem, was wir hier finanziell haben. So, die Frage ist, wie machen wir das am geschicktesten mit den Wegen? Ist der immer noch krank? Das gibt's gar nicht. Was machen die? Ach, das ist eine neue Krankheit. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Bestätigt. Womit hast du dich? Kolibakterien, Mensch, Junge, du musst das abkochen, bevor du es trinkst. Wer weiß, wo die Ziege überall hingemacht hat. Naja. Hat ja einen Grund, dass die ausgestorben sind. Okay, wie machen wir das mit dem Wegen? Wenn wir hier zwei Hotels hinsetzen, sagen wir... Eingang an Eingang hier, mit einem Weg so. Und hier machen wir so ein bisschen Wissenschaftsunterhaltung draus. Dann gefällt mir der Weg eigentlich schon gar nicht so schlecht. Und wenn der hier rauskommt, wäre das eigentlich super. Wegen den Höhenunterschieden. Da könnten wir hier so eine Art optische Abtrennung hinmachen. Okay, das bedeutet, wir können den Weg, den wir brauchen oder den wir behalten... erstmal so hierher machen. Das gefällt mir hier. Soweit. Und hier drüben gefällt mir das eigentlich auch ganz gut. Bis hier.
Sehr gut, keine Kolibakterien mehr. Das freut mich. Sinoceratops, lebensfähig. Mir gefällt Ihre Arbeitsweise. Effizient und zielstrebig. Sie erinnern mich an mich. Also, gut gemacht. Aha. Ich würde Ihnen ja danken, aber dann könnte ich mir gleich selber danken. Oh, Junge. Wir brauchen größere Türen, wenn Ihr Ego größer wird, sonst kommt sie nicht mehr zur Arbeit. So, das gefällt mir hier eigentlich schon ganz gut. Das läuft. Okay, dann nehmen wir... Doch einmal ganz kurz das hier. Und da können wir das Terrain ein bisschen anpassen, damit es ebener wird. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, dann können wir das hier abreißen. Läuft soweit. Den Weg können wir vielleicht aufwerten, damit er farblich ein bisschen besser passt. Es gefällt mir die Kante da noch nicht besonders gut. Passt auf, dann machen wir das so. Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt müssten wir nur noch dafür sorgen, dass das hier vielleicht ein bisschen harmloser wird. Nicht ganz perfekt, aber auf jeden Fall besser als vorher. Okay, soweit. So, Futterstation. Nicht, dass wir die vergessen. Fleischfresser. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Dann passt das auch. Soweit so gut. Das heißt, wir haben den Weg von hier oben schon mal fast richtig gut hier runter gemacht. Nur diese Kante, da gefällt mir überhaupt nicht. Das können wir besser. Oh, und natürlich müssen wir den auch noch wieder anschließen. So, das sieht doch gleich viel vernünftiger aus. Wobei mir die Kante jetzt auch nicht mehr gefällt hier. Man sieht auch immer wieder was Neues. So, fast gut, würde ich sagen. Gut genug auf jeden Fall. Gut, 2,7 Millionen Dollar. Weg zu 95% fertig, würde ich sagen. Jetzt arbeiten wir noch ein bisschen an dem Weg hier oben. Ich überlege gerade, ob mir dieses T-Stück gefällt, ob ich das als Abgrenzung haben will für den Parkteil. Wir werden früher oder später auf jeden Fall eine Verbindung machen, von hier aus hier rüber.
Ich glaube, dafür möchte ich hier auch erstmal den Boden ein bisschen anpassen. Ich meine, wir könnten das alles noch auf das Niveau hier anheben. Ich finde den Gesang der Diplodocus eigentlich recht angenehm. So, das machen wir wieder ein bisschen angenehmer hier. So ungefähr. Okay, dann könnten wir das wirklich so benutzen. Und das hier möchte ich eigentlich... Weiß nicht, wollen wir hier eine Diagonale? Was macht das Ding eigentlich? Außer im Weg rumstehen. Wir brauchen auf jeden Fall unten Strom. So, das läuft. Strom fließt schneller als das. Ach so, die sind nicht an Wege angeschlossen. Oh oh, stimmt. Machen wir als nächstes mal ein paar Wälder hier weg. Keine Sorge, die kommen zurück. Dann werten wir das auf. Ich würde sagen, dann machen wir hier einmal eine schöne Verbindung rüber. Sieht doch fast gut aus. Dass wir aber auch immer irgendwas haben. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Jo, die Mission ist Gold wert. So, damit es da drüben nicht wieder Stress gibt, machen wir das mal kurzfristig. Nicht ganz perfekt, aber besser als nichts. Wobei ich mit dem Bunker, glaube ich, auch nicht so richtig glücklich bin hier. Nee, der fliegt raus. Und dann können wir das hier drüben nämlich etwas angenehmer gestalten. So gefällt mir das, glaube ich, schon besser. Okay, soweit. Dann hätten wir das. Das heißt, als nächstes kümmern wir uns um ein paar Wege um dieses Teil hier, würde ich sagen. Und dazu reißen wir wieder ein bisschen Wald ab. Und so richtig glücklich bin ich mit der Stromleitung im Moment auch nicht. Ich schätze von hier aus. Wir können mal gucken, ob wir es zu dem Umspannwerk hier drüben schaffen. Ja, so langsam läuft das mit dem Gewinn pro Minute. Wir haben reichlich Dinos. Immer noch eine hohe Vielfaltstrafe, aber das wird im Laufe der Zeit kommen. Neue Fossilien, da sollten wir auf jeden Fall weiter dran arbeiten.
Aber alles in allem, solange wir jetzt so Kleinkram machen wie Wege, Stromleitungen und so, seht ihr, dass der Park reichlich Gewinn fährt. Dementsprechend wird Park 3 langsam groß. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute mal gut sein. Wir schauen in der nächsten Episode, dass wir vielleicht hier drüben noch ein bisschen was anpassen. Ich hätte hier zum Beispiel ganz gerne ein großes Umspannwerk. Vielleicht müssen wir dazu den Weg ein bisschen auf die Seite transplantieren. Da könnten wir dann zwischenzeitlich einen günstigen Weg hierher bauen. Oder wir machen hier direkt großen Weg hin, ziehen den hier an die Seite. Das schauen wir mal in der nächsten Episode. Den Weg brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir finden die ein oder andere Lösung. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.